schien wirklich so, dass es unter Kontrolle wäre. Wir sind so knapp an einer Katastrophe vorbeigekommen. Am Telefon sei er angeschrien worden, ich mach dich platt, du Schwein. Wir denken an Sie und wir beten für Sie. Die sind ja eine Stunde lang durch die Hölle gegangen, weil sie nicht wussten, ob ihre Männer noch leben. Ob die jetzt dafür haften oder so, das wissen wir halt noch nicht. Harthausen in der Pfalz. Eine beschauliche Ortschaft, 3000 Einwohner. Das Wahrzeichen, die ehemalige Tabakscheune. Am Morgen des 28. September scheinen in Harthausen hunderte Schutzengel einen Konvent abzuhalten. Im Gewerbegebiet wohnen Michael Schulz und Maike Böhme. Gegen 5 Uhr morgens gehen sie vor ihr Haus. Blaulicht und Feuerwehrsirenen direkt bei der Gasfirma nebenan haben sie und ihre Neugierde geweckt. Also wir haben gesehen, es wurde kleiner, die Rauchentwicklung war nicht mehr ganz so extrem, nicht mehr ganz so groß. Und ja, sind zwischendurch auch drin gewesen, ich hatte mir noch meine Jacke glücklicherweise angezogen, kamen dann wieder raus, hatten mal rüber geschaut, was da war. Und es schien wirklich so, dass es unter Kontrolle wäre, dass da eigentlich gar nichts weiter passieren könnte. Nichts ist unter Kontrolle. Feuerwehrleute wurden gerufen, um einen brennenden Lastwagen zu löschen. Doch sie finden 2 inmitten von Gastanks. Mehrere Explosionen, 17 Feuerwehrleute verletzt, Verbrennungen. Die Druckwelle hat uns erfasst, die hat uns mitgerissen. Wir wurden dann gut, ich möchte sagen, 1-2 Meter in die Richtung geschleudert, lagen auf dem Boden und dann wurde es eigentlich nur noch unglaublich heiß über uns. Die Feuerwand konnte man sehen. Also ich lag auf dem Boden und es war über uns, war es taghell und man hat das Gefühl gehabt, es schwamm über einem in so einem gelben Licht. Ja. Eine Explosion katapultiert einen Gastank, groß wie ein Kleinlaster, durch die Luft, über Wohnhäuser hinweg in eine Lagerhalle. Ein anderer fliegt über eine Straße, landet in einem Acker. Immer wieder gibt es Verpuffungen. Teile fliegen wild durch die Luft. Ungefähr zu dieser Zeit erreichen auch Feuerwehrleute aus Speyer den Einsatzort. Doch noch wissen sie nicht, was da genau brennt. In der Annahme, es handelt sich um eine Standard, in Anführungszeichen, Gasexplosion. Es ist also in irgendeinem Wohnhaus etwas passiert, kamen dann zu der Lage hin, sahen ein verlassenes Fahrzeug unserer Kollegen und unsere erste Reaktion war mal 150 Meter zurück. Denn sie erkennen die Gefahr. Feuer erhitzt Propan- und Butangas in mehreren Tanks. Das Gas fängt zu sieden an. Wie im Kochtopf steigt der Druck. Die Tanks können platzen, so wie hier in diesem Schulungsvideo. Laut Bundesanstalt für Materialforschung müssten die Tanks von Harthausen diesen Druck aber aushalten. Soweit die Theorie. Solange die Flüssigkeitsphase befeuert wird, kann der Druckanstieg über die Sicherheitseinrichtungen weitestgehend abgeführt werden. Es kann allerdings passieren, wenn der Behälter kurz vor dem Entleeren ist, dass in der Gasphase hier der Druckanstieg dann so schnell nach oben geht, dass die Sicherheitseinrichtungen hier nicht mehr greifen. Diese Sicherheitseinrichtungen, etwa Überdruckventile an den Tanks, sie haben offensichtlich nicht gegriffen. Wenn es zu einem Unfall solchen Ausmaßes kommt, muss der Bürgermeister ran. Doch Harald Löffler ist an diesem Morgen auf einer Reise, 1,5 Stunden weit weg, als ihn die Nachricht von der Explosion erreicht. Ich war mit einer Gruppe in Hintermoosbach bei Waldürn und habe dort gegen 5:30 einen Anruf von meinem Beigeordneten bekommen und bin dann sofort ins Auto und bin zurückgefahren. Zu diesem Zeitpunkt ahnt er noch nicht, dass die Nachricht am Telefon ihn nicht nur als Bürgermeister, sondern auch persönlich treffen wird.
Einen schönen guten Morgen an diesem Samstag. Einige in der SWR3-Community sind gerade um etwa 16:45 ziemlich unsanft aus dem Schlaf gerissen worden. Zum Beispiel Petra aus Harthausen bei Speyer oder auch Liz. Die haben uns alle geschrieben, Mensch, wir haben so einen lauten Knall gehört, zum Teil auch so einen ganz hellen Lichtschein. Während immer mehr Radiosender berichten, werden die verletzten Feuerwehrleute in Krankenhäuser gebracht. 8 kommen nach Ludwigshafen in die BG-Unfallklinik. Verbrennungen der Hände und der Gesichter. Ihr Schicksal wird uns die ganze Woche über beschäftigen. Die Feuerwehrleute, die nachgerückt sind, versuchen, die übrigen Gastanks zu kühlen, damit sie nicht auch explodieren. Doch ob das klappt, kann die Einsatzleitung nicht garantieren. Deshalb muss Bürgermeister Löffler eine Entscheidung treffen. Herr Löffler, Sie müssen entscheiden als Ortsbürgermeister, evakuieren oder nicht. Dann habe ich gesagt, gut, das ist mir zu gefährlich. Wenn die Einsatzleitung sagt, evakuieren, dann werden wir evakuieren. Und das habe ich dann auch gemacht. Jetzt starten die Einsatzkräfte ein festgelegtes und aufwendiges Programm. Eine Maschinerie fährt hoch. Einen Kilometer rund um den Gashandel. Sperrzone. Harthausen wird abgeriegelt. Am Rand der Sperrzone auf dem Parkplatz eines Einkaufszentrums versammeln sich hunderte Einsatzkräfte. Journalisten laufen hier auch auf, erfragen erste Einschätzungen bei der Einsatzleitung. Wir sind noch nicht sicher, aber wir sind so knapp an einer Katastrophe vorbeigekommen. Jetzt wird natürlich den ganzen Tag noch zu prüfen sein, dass die anderen Fahrzeuge, die noch auf dem Firmengelände stehen und die befüllten Tanks natürlich dann so gekühlt werden, damit keine weiteren Schäden und Explosionen mehr erfolgen können. So lange müssen die 3000 Menschen von Harthausen raus aus ihren Häusern, aus ihren Wohnungen, weg von ihrer Arbeit. Manche sträuben sich zunächst, wie dieser Apotheker. Die Druckwelle hat sein Schaufenster zerstört. Im Labor seien giftige Substanzen, die er nicht allein lassen könne. Irgendwann im Laufe des Vormittags wird die Polizei die Sicherung seiner Apotheke übernehmen. Und Harthausen ist leer. Wer keinen anderen Unterschlupf gefunden hat, der kommt in die Sporthalle im benachbarten Dudenhofen. Kaum einer hier weiß so richtig, was kommt, was war. Der Schreck war groß. Erst hat man mal geweint und gezittert, aber es geht jetzt wieder. Also das ist so richtig ein Schock. Ich habe dann jetzt noch Kopfweh, Magenkrämpf. Ich bin nicht bei der Sache, gell? Jedes pfälzische Gemüt geht anders mit den Ereignissen um. Am Essen, Trinken, was wollen wir noch mehr? Wie war das heute Morgen? War das ein starker Schreck? Ja, also ehrlich. Nein, doch, war schlimm. War schlimm. Ich habe nichts gemerkt, ich habe geschlafen. Ich habe gemeint, es gibt Krieg, sag's Ihnen ehrlich. So schlimm war das. Nein. Doch? Ich wohne gegenüber, ich habe nichts gemerkt. Ja, mein Mann, das hört vielleicht nicht mehr gut. Möglich, manchmal auch gut. Es ist Samstagmittag. Helfer des Roten Kreuzes bieten Essen und Trinken und Informationen. Wenn es was gibt, was wir für sie tun können, werden wir uns bemühen. Wunder werden sofort erledigt, auf Wunsch wird gehext. Herzlichen Dank. Heiner Butz, der Hexer, der für seine saloppe Rede Applaus erntet, hat ganz bewusst so geredet. Mit ernster Miene würde er nur noch mehr beunruhigen. Das weiß er aus seiner Arbeit als psychosozialer Notfallbetreuer des Roten Kreuzes. Um 6.07 Uhr ging sein Piepser an diesem Morgen. Katastrophenalarm. Schon nach dem Brand vor 5 Jahren in Ludwigshafen, als 9 Menschen starben, leistete er Betreuung bei den Feuerwehrleuten, half ihnen, das Erlebte zu verarbeiten. Diese Seelenhilfe leistet er ehrenamtlich, seit 19 Jahren. Nachts wird er ein Konzept für Harthausen ausarbeiten. Welche Hilfsangebote brauchen die Bürger? Welcher Feuerwehrmann braucht psychologische Hilfe? Samstagmittag kommt der Landesinnenminister nach Harthausen. Die Nachbereitung des SPD-Konvents und Vorbereitung der Koalitionsverhandlungen sind Nebensache, wenn in Rheinland-Pfalz Gastanks fliegen. Viele Gerüchte machen schon die Runde. So soll der Brand der Gashandlung auf Facebook angekündigt worden sein. Ein furchtbarer Verdacht. Brandstiftung? Wir haben auch eine Ermittlungslage. Uns liegen erste Hinweise vor, ja, die den Verdacht einer Straftat beinhalten. In Absprache mit der Staatsanwaltschaft werden wir alle diese Hinweise verfolgen. Wir werden das Netz, die sozialen Netzwerke aus, befragen zurzeit Zeugen.
Wir können den Tatort noch nicht betreten, um die konkrete Ursache aufzuklären. Erste Details von jenem Tatort zeigen, was Harthausen trotz allem für ein Glück hatte. Hier vorne, was hier liegt, das ist der Auflieger eines 40-Tonnen-Tankzuges. Das können Sie sich vorstellen wie die erste Stufe von einer Rakete. Dieses Ding flog 400 Meter weit und schlug dann hier in dieser Halle ein. Können wir die Bilder gerade noch mal sehen? Das ist die Halle. Der Tank flog hier rüber, drang hier in die Halle ein, ging hier durch eine 24er Wand in dem Gebäude und liegt jetzt hier am anderen Ende. Hier nebenan ist ein Wohnhaus. Damit man sich hier diese Dimensionen einmal klar macht. Aus dem Grund bitten wir natürlich auch um die hohe Sensibilität für unsere Einsatzkräfte und natürlich auch auf Verständnis für die lange Zeit der Evakuierung. Die lange Zeit der Evakuierung. Zunächst sollte sie bis nachts um zwei dauern, dann geht sie doch bis Sonntagmittag. Das katholische Pfarrhaus in Dudenhofen wird kurzerhand zum Schlafsaal für 18 Erwachsene und Kinder. Es haben ganz viele danach gefragt, ob noch was zu brauchen wäre, ob Kopfkissen, Bettdecken, ob das alles vorhanden ist. Im Kindergarten in Dudenhofen war Kindergartenfest gestern. Da bin ich vorbei und habe noch Essen mitgegeben bekommen, wo sie dann auch gleich gesagt haben, wir haben auch noch Zimmer frei. Wenn noch irgendwo Not am Mann ist, können wir noch jemanden einquartieren. Am Sonntagmittag erhält das Einsatzlagezentrum Besuch von der Ministerpräsidentin und der Oppositionsführerin. Die beiden Politikerinnen wollen Eindrücke sammeln, den Harthäusern Mut machen, den mittlerweile 450 Einsatzkräften Achtung zollen und den verletzten Feuerwehrleuten ihr Mitgefühl aussprechen. Wir haben den Feuerwehrleuten, wenn ich fragen darf. Also ich hatte da jetzt eine Meldung von der Stunde ungefähr. So diese 16 Verwundeten, die sind so eine eigene Gruppe geworden. Jeder fragt, wie es dem anderen geht. Und auch für die anderen Feuerwehr war es äußerst schwierig im Laufe des Tages und der Nacht an einen Einsatzort zu kommen, wo ein ganzes Dorf evakuiert war aus Sicherheitsgründen. Und die Feuerwehrkameraden, freiwillige Feuerwehrkameraden, mussten dann direkt vor Ort schauen, dass gekühlt wird, dass gelöscht wird, dass Glutnester auseinandergeschoben werden und. Und das in einem hochexplosiven Bereich, wo sie wissen, dass heute Nacht oder gestern Nacht 16 Kameraden zu Schaden gekommen sind. Das ist eine Situation, bei der man so plötzlich auch ganz klar so spürt und fühlt, dass dieser Einsatz für Leben, das Leben anderer Menschen wirklich auch sehr ernst werden kann. Und wir haben eine große Hochachtung vor den Menschen, die sich hier eingesetzt haben. In einem Zelt erhalten die Vertreter aus allen Ebenen der Politik die neuesten Erkenntnisse über den genauen Hergang der Löschaktion. Und im Laufe des Einsatzes wurde dann auch ausströmendes Gas festgestellt. Die Kollegen begannen, sich zurückzuziehen. Aber während des Rückzuges kam es halt zur Explosion. Und hierbei wurden auch diese 16 Angehörige, also Kollegen, mit verletzt. Zunächst werden 16 Feuerwehrleute verletzt gemeldet. Ihre Zahl wird später auf 17 korrigiert. Draußen vor dem Zelt staut sich währenddessen der Verkehr. Die Evakuierung ist beendet. Alle wollen zurück in ihr Dorf. Endlich zu Hause nach 29 Stunden. Wir waren alle nur ein bisschen traumatisiert. Also kommt ja nicht jeden Tag sowas vor, die Kinder vor allem. Aber alles in allem sind wir jetzt doch recht glücklich, dass wir wieder nach Hause können. Es hat mich sehr beeindruckt gestern, wie ruhig das alles war und wie gut es alles organisiert war. Ich bin froh auch, dass in Harthausen jetzt wieder alles in Ordnung ist und dass wir wieder zurück können. Alles in Ordnung? Nein, bei weitem nicht. Was am Morgen zuvor für Schaden angerichtet wurde, durch die Explosionen, ihre Druckwellen und herumfliegende Trümmerteile, das wird jetzt für alle sichtbar. Zum Glück traf das alles nur Häuserfassaden oder Autos, nicht Menschen. Michael Schulz und Maike Böhme, die beiden, die in ihrem Haus direkt neben der Unglücksstelle leben, sie stehen nicht nur vor einem Scherbenhaufen.
schlimm, es ist einfach nur schlimm. Ich bin hier aufgewachsen, das war früher hier sogar mein Kinderzimmer. Das ist, ja. Ich habe gedacht, das ist vorbei, weil die Hitzewelle, die hat so über meinen Kopf den Pulli hier hochgehoben und ach. Nee. Diese Explosionen haben auch Bürgermeister Löffler getroffen. Sein Amt bekleidet er ehrenamtlich. Sein Geld verdient Löffler als Unternehmer. Doch in seiner Firma, 300 Meter vom Explosionszentrum entfernt, kann im Moment niemand arbeiten. Am Dach der Halle sind Risse zu sehen. Tja, wie fühle ich mich? Wie man sich fühlt, wenn man plötzlich den Boden in den Füßen weg hat. Das ist meine Lebensgrundlage, mein Mittelpunkt. Und hierauf begründet dann auch meine ehrenamtliche Arbeit, ganz klar. Da muss man mal sehen. Irgendwo muss man ja sein Geld verdienen. Wird irgendjemand für den Millionenschaden aufkommen? Wir fragen die Allianz, den Versicherer der Gashandlung und mehrere Anwohner. Sie schreibt uns, dass sie schon bald vermutlich erste Zahlungen veranlassen werde. Wie hoch der Schaden genau sei, das herauszufinden, werde noch einige Wochen in Anspruch nehmen. Die Gemeinde will diese Zeit verkürzen, richtet ein Schadensbüro ein, will Hilfe zur Selbsthilfe bieten. Hallo. Kuschnick von der Verbandsgemeinde. Hallo. Guten Tag. Ich komme wegen den Schäden. Anne Kuschnick von der Verbandsgemeinde Dudenhofen hilft den Betroffenen, ihre Schäden bei der Versicherung richtig zu melden. Das Haus von Familie Wurster steht ein paar hundert Meter von dem Unglücksort entfernt. Aber trotzdem hat die Fassade mehrere Risse. Die Familie hat zwar eine Gebäudeversicherung. Aber ob die jetzt dafür haften oder so, das weiß man halt noch nicht. Ne? Die kommen jetzt und schauen sich das Ganze erstmal an und dann werden wir halt sehen, was die sich entscheiden. Zurück im Schadensbüro leistet Anne Kuschnick schon die nächste Hilfe. Viele wollen Rat von ihr, wie der Schaden richtig zu melden ist. Ganz wichtig seien Fotos als Beleg. Guten Tag. Das Telefon klingelt ständig. Wenn dann Bürger anrufen, die wirklich am Telefon, die nicht wissen, was sie machen sollen, welche Firmen sie anrufen können, das geht einem natürlich nahe. Also, ja, ich helfe dann, was ich helfen kann. Ich google mit denen nach Firmen und was man halt macht, um ein bisschen Hilfestellung zu geben. An diesem Dienstag, drei Tage nach den Explosionen, sind an allen Ecken Harthausens Schäden zu finden. Anne Kuschnick wird auf jeden Fall noch mehrere Tage unterwegs sein. Warum alle diese Schäden entstanden sind, die Ursache für den Brand, die Explosionen, das versuchen die Ermittler in den folgenden Tagen rauszubekommen. Ja, aus dem Schadensort ist nun ein Tatort geworden und da werden die entsprechenden Ermittlungen dann vor Ort auch aufgenommen jetzt. Was ist hier bloß am Morgen des 28. September passiert? Brandstiftung? Ist jemand in das Gelände eingedrungen und hat Feuer gelegt? Für diese Variante spricht, dass zwei Gastanklastwagen brannten, die 50 Meter auseinander standen. Das Feuer ist also nicht von einem LKW zum anderen übergesprungen. Und der Besitzer erhielt nach eigenen Angaben seit mehreren Monaten Drohungen am Telefon und übers Internet. Die Polizei konnte sie nicht zurückverfolgen. Das alles hat der Unternehmer dem Hörfunkreporter Sebastian Barth erzählt, bevor ihm sein Anwalt Stillschweigen nahelegte. Wie lange denn etwa? Er hat mir gesagt, er wurde bedroht. Und zwar ging das wohl schon mehr als ein Jahr am Telefon und auch im Internet. Am Telefon sei er angeschrien worden, ich mach dich platt, du Schwein. Er hat sich auch an die Polizei gewandt und die haben aber gesagt, sie können nichts machen, weil eben diese Drohanrufe immer von Prepaid-Handys ausgetätigt wurden und die Bedrohungen im Internet immer von Internetcafés aus. Ist jener anonyme Anrufer der Verursacher des Infernos von Harthausen? Das werden wir den Staatsanwalt später fragen. Guten Tag, hier ist die Landesschau aktuell Rheinland-Pfalz mit einer kurzen Sonderausgabe zur Gasexplosion in der Pfalz. Die Berichterstattung über das Inferno von Harthausen wird auch in den Niederlanden verfolgt. Von dort erhalten wir eine E-Mail der TNO, der Niederländischen Organisation für angewandte Forschung, eine Art niederländisches Fraunhofer-Institut. Die Fachleute dort erprobten Ummantelungen für Gastanks. Damit sollen Explosionen wie die in Harthausen hinausgezögert oder gar verhindert werden.
In Versuchen hielten ihre Gastanks mit einem Mantel aus Epoxidharz mehr als anderthalb Stunden länger dem Feuer stand als herkömmliche. Aufgrund dieser Ergebnisse beschloss die niederländische Regierung, dass Flüssiggastankwagen mit dieser Ummantelung nachgerüstet werden, was viel Geld kostet und deshalb in Deutschland kaum Unterstützer findet, wie die Holländer sagen. Es hätte den Feuerwehrleuten in Harthausen vielleicht mehr Zeit zum Löschen des Brandes und Kühlen der Gastanks verschafft. Nun liegen 9 der Feuerwehrleute immer noch in Krankenhäusern, betreut von Menschen wie Heiner Butz. Wir treffen ihn Freitag neben der Gashandlung. Er möchte nicht über Details der Verletzungen sprechen. Jeder Feuerwehrmann würde sich wiedererkennen. Das wäre ein Vertrauensbruch. Wir fragen trotzdem zaghaft. Herr Butz, wie geht's denn jetzt den verletzten Feuerwehrleuten? Ja gut, den Umständen entsprechend, denke ich. Sie müssen sich vorstellen, die haben unterschiedlich starke Verletzungen, in der Regel Brandverletzungen im Gesicht und an den Händen. Die meisten sind jetzt schon wieder auf der Normalstation, sodass die Angehörigen also auch einen besseren Zugang haben. Und an was man besonders denken muss, sind also auch die Ehefrauen und Partnerinnen der Feuerwehreinsatzkräfte. Die sind ja eine Stunde lang durch die Hölle gegangen, weil sie nicht wussten, ob ihre Männer noch leben. Und da haben wir ganz viele Baustellen. Gemeinsam mit Heiner Butz fahren wir zu der Halle, in die der andere Gastank eingeschlagen ist. Aus der Luft wird seine Flugdistanz deutlich. Vom Explosionsort Gashandlung bis zur Halle zählen wir 9 Wohnhäuser. Wenn Sie sehen, wie sich das hinsieht, wir sind jetzt am Anfang des Gewerbegebietes, da vorne nicht mal in der Mitte. Und dann, es ist wirklich schwer zu begreifen, dass so ein großes Teil, so ein großer Auflieger, so weit fliegen kann. Nach einer gefühlten Ewigkeit sind wir an der Halle angelangt. Familie Tinel Übachs erlaubt uns, bei den Aufräumarbeiten zuzusehen. Dieser tonnenschwere Tank hätte auch quer durchs Dach in einem Schlafzimmer einschlagen können. Wie geht's Ihnen jetzt? Ich glaube, Sie wohnen direkt hier hinten dran. Ja, ich bin hinten dran, 20 Meter weg. Wie es mir geht? Keine Ahnung, fragen Sie mich in einem halben Jahr nochmal. Ich weiß es nicht. Ich stehe neben mir. Irgendwie ist das alles nicht real. Es ist ein böser Traum und es macht Schnipp. Und ich werde wach und alles ist wieder wie vorher. Und wann haben Sie dann das erste Mal geguckt? 5 Minuten später habe ich mich angezogen, bin runtergegangen und habe nichts gesehen, habe nur ein paar Scherben gesehen. Und erst als es hell wurde, hat man gesehen, dass ein Tank drin lag. Ja, wenn ich hier sehe, wenn Sie gucken, das ist hier ein geschlagenes Teil. Noch keine 20 Meter drumherum wohnen Menschen. Wenn es wirklich den Harthäuser Konvent der Schutzengel gegeben hat, er gastierte in den Wohnhäusern rund um diese Halle. Da wird man schon nachdenklich, oder? Hier außenrum, da hätte es doch jeden treffen können. Ja, das hat mich ja auch bewegt, als ich gesehen habe, dass der im Grunde mitten zwischen die Häuser hier eingeschlagen ist, der Tank. Und jetzt haben wir gerade festgestellt, dass es keine 400, sondern fast 700 Meter sind. Das ist schon erschreckend. Das heißt, Sie sind ja ein alter Knochen, aber das bewegt Sie auch. Ja, es beeindruckt mich. Es bewegt mich nicht, aber es beeindruckt mich doch, weil die Gewalt dieses Einschlages deutlich wird über diese Entfernung. Da kann man es begreifen. Man kann es für sich selbst begreifen. Wenn es Brandstiftung war, war sich der Täter bewusst, was er auslösen kann? Hubert Ströber von der Staatsanwaltschaft Frankenthal scheint schon ziemlich viel zu wissen. Sein Problem, er kann uns zurzeit nicht alles sagen, was die Ermittler schon herausgefunden haben. Denn das würde die Ermittlungen gefährden. War es jetzt Brandstiftung oder nicht? Wir gehen von höherer Wahrscheinlichkeit vom Herbeiführen einer Sprengstoffexplosion und besonders schwerer Brandstiftung aus. Das heißt, ein technischer Defekt ist ausgeschlossen? Das kann ich noch nicht so bestätigen. Da gehen wir trotzdem weiter nach. Der Staatsanwalt sagt, wenn der Täter überführt wird, muss er mit 2 bis 15 Jahren Haft rechnen. Die Ermittler haben einen Hauptverdächtigen im Visier, aber die Beweise reichen nicht für einen Haftbefehl. Die Festnahme setzt einen dringenden Tatverdacht voraus, also einen erheblichen Tatverdacht, um das vereinfacht auszudrücken. Und dieser Verdachtsgrad ist noch nicht erreicht. Der Täter soll aus dem Umfeld der Firma stammen.
Ich kann Umfeld bestätigen, aber Näheres möchte ich aus ermittlungstaktischen Gründen nicht sagen. Es war wohl Brandstiftung. Diese Nachricht ist in Harthausen eingeschlagen wie eine weitere Explosion. Auch bei den Rettungskräften. Samstag 14 Uhr, eine Woche nach dem Unglück. Abschlusspressekonferenz der Feuerwehr. Mit dabei Stefan Zöller, Leiter der Feuerwehr in Dudenhofen. Er und 21 weitere Kameraden waren die ersten an der Brandstelle. Ich kann Ihnen nur sagen, es ist ein Riesenknall. Sie sehen im Hintergrund einen Feuerball. Sie wissen nicht, wo oben, unten, links, rechts ist. Sie versuchen, eine Orientierung zu bekommen. Sie versuchen, wieder die Gedanken zu sortieren. Sie sehen Ihre Kollegen dann, die wo Ihnen entgegenkommen. Sie sammeln die. Also es läuft ein gewisser Mechanismus ab. Stefan Zöller ist nicht nur Wehrleiter, auch Vater. Und sein 22 Jahre alter Sohn ist bei dem Einsatz dabei. Der Sohn steht ganz vorne am Strahlrohr, als es knallt. Ich habe ihn erstmal gesucht, wie jeder erstmal versucht hat, alle seine Partner, sprich seine Kollegen, die mit ihm im Einsatz waren, zu finden. Es war erst sehr unklar, die ganze Einsatzstelle. Wir sind am Schlauch entlang gegangen, bis wir eben am Strahlrohr ankamen. Dort war niemand mehr. Dann sind wir zurück. Ich habe mich dann zu den Kollegen Richtung Römerberg, also von die Seite Harthausen begeben. Dort haben wir dann, oder ich speziell eben, dann meinen Sohn gefunden und eben weitere verletzte Feuerwehrkollegen. Gestern Nachmittag waren noch 9 Feuerwehrmänner im Krankenhaus, 2 davon auf der Intensivstation. Der Einsatz hat die Männer zusammengeschweißt. Wichtig für alle ist, dass die sich gegenseitig unterstützen, das machen die. Über die Zimmer weg, auch in die Intensivstation rein. Das ist, glaube ich, ein kleines Netzwerk im Krankenhaus, wo da entsteht. Aber das ist sehr, sehr wichtig. Ich erlebe das also jeden Tag. Ich war auch seit dem Samstag jeden Tag bei allen. Das ist mir wichtig. Es geht hier um alle Kollegen. Nicht nur die Feuerwehrleute, auch die Anwohner fragen sich, hätte das Unglück vermieden werden können? Und was wird getan, um ein zweites Harthausen zu verhindern? Gespräch mit Landrat Körner. Seine Kreisverwaltung hat den Betrieb genehmigt, aber nicht nur sie. Wir haben es hier mit einer Gemengenlage zu tun von 5, 6 verschiedenen Rechtsgebieten, von verschiedenen Zuständigkeiten von Behörden. Und jeder für sich kann in Anspruch nehmen, er hat es eigentlich richtig gemacht. Aber irgendwo muss ja irgendwas nicht zusammengepasst haben. Der Landrat geht davon aus, dass das Gasunglück grundsätzlich den Umgang mit solchen Betrieben verändern wird. Vielleicht bundesweit. Jetzt müssen wir halt alle mal nachfragen und quasi in Klausur gehen, was haben wir eigentlich vielleicht dann doch nicht beachtet. Nach unseren Dreharbeiten erhebt Landrat Körner Vorwürfe gegen den Besitzer der Flüssiggasfirma. Für die explodierten Gastransporter habe er zwar eine Genehmigung gehabt, allerdings soll er nach Angaben des Landrats in zahlreichen anderen Behältern deutlich mehr Flüssiggas gelagert haben als erlaubt. Weder den Unternehmer noch seinen Anwalt konnten wir bis zu dieser Sendung dazu befragen. Ob Brandstiftung oder technisches Versagen. Das Inferno von Harthausen zeigt, es fehlte an Augenmaß. Die Sicherungen auf dem Areal des Gashandels reichten offensichtlich nicht aus. Auch wenn die Anlage wohl umfassend genehmigt war, war die Sicherheit der Bürger nicht gewährleistet. Und das Beispiel Niederlande zeigt, es gibt offenbar mehr Schutztechnik, als hierzulande zum Einsatz kommt. Vielleicht wird der Gesetzgeber Lehren daraus ziehen. Das Lehrgeld, das zahlen 17 Feuerwehrleute und Harthausen.